Wir wollen uns jetzt einmal ein bisschen eigene Gedanken machen über Reife und Unreife. Die große Schwierigkeit ist das eigene Denken, dass jeder normale Mensch und für normal setzt immer normiert. Jeder normale Mensch geht seinem eigenen Denken auf den Leim. Und ich bringe jetzt einmal einige Gedankenanstöße, die man sehr, sehr oft wiederholen muss in sich selber, bis man anfängt, das zu akzeptieren. Das heißt nämlich diese Selbsterkenntnis, was bin ich und was sind meine Gedanken. Es dreht sich immer wieder um selbe und auch jetzt sage ich von vorneweg, ich erkläre es jetzt den Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt und genau genommen nicht einmal diesen Geist, weil jetzt denken wir ja schon wieder an den Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt, da muss ja einer da sein, der sich diesen Geist ausdenkt, der sich das Gespräch ausdenkt. Das ist eigentlich die Reihe, die verstanden werden muss. Und das ist kein religiöser oder esoterischer Kack. Auch das sage ich sehr oft und schon gar kein vollkommen geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Wissen. Wir reden von hundertprozentig sicheren Fakten und darum ist es wichtig, dass du jetzt erst einmal klar bist, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und die Tat besteht darin, dass du jetzt aufgrund dieser Worte immer ständig an irgendetwas denkst. Das ist also eine Sache, die ist hundertprozentig sicher. Das ist drum, das muss zuerst einmal akzeptiert werden, weil das zerstört alles, was du ein jetzt ausgedachtes Leben lang geglaubt hast. Ohne aber mit 100%iger Sicherheit. Es ist zu Punkt A 100%ig sicher, dass du Geist nur deine eigenen Informationen erlebst. Darum betone ich, das schreibt dir auch dein jetziger Intellekt vor. Um etwas wahrnehmen zu können, muss ich das, was du wahrnimmst, als Information, und ich rede jetzt materialistisch, in deinem Gehirn befinden. Wenn es sich nicht in deinem Gehirn befindet, kannst du es nicht wahrnehmen. Punkt. Das lasse ich einmal stehen, weil das extrem fehlerhaft ist. Und dann müsste man fragen, existiert das Gehirn eigentlich, wenn du es nicht denkst? An was denkst du, wenn du an dein Gehirn denkst? Dann denkst du automatisch mit an deinen Körper. Im Hintergrund steht ja der Körper, weil dieses Gehirn ist ein Teil deines Körpers. Und jetzt kommt das erste große Dogma. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass du nur deshalb existierst, weil du ein Gehirn ist. Es ist hundertprozentig sicher, dass ein Gehirn immer dann in dir existiert, wenn du an dein Gehirn denkst. Ich sage immer, das erste große Problem des religiösen Materialismus ist, dass er die Kausalität auf den Kopf stellt. Er verwechselt Ursache und Wirkung. Das ist das Klingelingeling-Beispiel. Aber da will ich mich jetzt gar nicht verlieren, sondern das erste, was ich jetzt sage, es geht mal um die zwei Seiten, um die vier Seiten, um die acht Seiten, wo es reichlich viele Holofilling-Videos drüber gibt und um das Thema menschliche Reife. Der Unterschied zwischen den Adam und den Enosch haben wir auch reichlich besprochen. Bist du ein Geist oder bist du ein sterbliches Säugetier? Da musst du dich jetzt selber entscheiden, was du sein willst. Du kannst nämlich nur eins von beiden sein. Ein ewiger Geist ist nämlich was Unvergängliches und ein sterbliches Säugetier ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Das ist ein Faktum. Eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass dieser Säugetierkörper in dem Moment existiert, wo du an dich denkst, denkst du an deinen jetzt aktuellen Körper, der jetzt, wenn du an den Körper denkst, vor einem Computer sitzt oder Handy in der Hand hat und sich dieses Video ausdenkt. Dieser Körper existiert hundertprozentig sicher nicht für dich Geist, wenn du nicht an den Körper denkst. Und das ist es, wo ich immer wieder betone, all das, was die Religion, Esoterik und Naturwissenschaft als 100% sicher suggeriert, wenn du diese Glaubenssätze natürlich durchdenkst, auch die existieren nur diese Glaubenssätze, wenn du an sie denkst. Wirst du feststellen, dass das ein riesengroßer Trugschluss ist, zu glauben, dass das, was dir du selbst mit deinem Programm, mit deiner anerzogenen Logik, dir als hundertprozentig sicher vormachst, dass man das nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Das, was ich dir jetzt erzähle, kannst du Wort für Wort überprüfen. Du musst bloß meine Gedankengänge mitgehen. Aufgrund dieser Worte werden sich in dir Vorstellungen aufbauen. Und das ist jetzt so eine Sache, wenn ich immer wieder sage, das erste große Problem entweder oder.
Ist jetzt ein Kegel ein Kreis oder ein Dreieck? Ist eine dumme Frage, genauso dumm wie die Frage, ist eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist an einem Tag eigentlich hell oder finster? Das sind die ersten zwei Seiten und ich sage immer, von dem Einheitskreis haben wir dann vier Phasen. Sobald zwei da sind, sind nochmal zwei da. Ich habe da viele Beispiele gebracht, zum Beispiel mein One-Night-Stand-Beispiel. Das erkläre ich jetzt nicht, ich mache ein neues Beispiel. Wir denken uns einmal eine absolute Finsternis, wir denken uns Krishna. Krishna, das Sanskritwort für den Schwarzen, für Gott. Der oberste Gott, nennen wir mal den. Dieser Krishna ist eine unendlich große Finsternis. Jetzt, wie stelle ich mir Finsternis vor? Ich kann mir die jetzt ausgebreitet in einem Universum vorstellen, aber es ist einfach nur Finsternis. Und in das Zentrum dieser unendlich ausgebreiteten Finsternis denken wir uns jetzt eine kleine Kiste. Und da ist ein Brösel drin und der hat eine Taschenlampe in der Hand. Jetzt ist die große Frage, wenn du dir jetzt das vorstellst, ich frage dich, ist es hell oder finster? Dann wirst du sagen, in der Kiste leuchtet eine kleine Lampe und das Ganze ist eingebettet in der Finsternis. Und alles, was du denkst, kannst du auch auf den Kopf stellen. Wir denken uns einen unendlich lichtdurchfluteten Raum und in der Mitte ist eine kleine Kiste und da brennt kein Licht. Dann ist in der Kiste die Finsternis. Wir können auch sagen, jetzt ist außen Nacht und ich bin in einem Zimmer und bei mir brennt die Lampe. Ich kann auch sagen, ich befinde mich jetzt in einem Keller und außen ist es hell, ich sehe es aber nicht, weil ich in einem Keller bin und da kein Licht brennt. Ja, wird der normale Mensch sagen, was bringt mir jetzt das? Das bringt dir unheimlich viel, es wird nämlich dein komplettes Weltbild absolut verändern. Wenn du mal die vier Seiten begreifst, die gleichwertig sind, dass wir hier in der Plusseite, wir sagen jetzt, es brennt Licht, das kann gut und schlecht sein. Ich kann auch immer wieder sagen, wenn ein Richter urteilt in schuldig oder nicht schuldig, hast du genau dieselben vier Seiten. Es gibt nämlich viele, die schuldig gesprochen werden, obwohl sie unschuldig sind. Und dann gibt es viele, die werden freigesprochen, obwohl sie schuldig sind. Es gibt die eine Seite nie ohne die andere, auch wenn du immer eine Seite weglässt. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass du eine Wahrnehmung machen kannst. Und jetzt sprechen wir über jung. Jung ist dumm und alt und reif. Das ist sehr interessant. Die Reife ist ein Akt, der sehr, sehr wichtig ist innerhalb einer geistigen Entwicklung. Vom Säugling bis zum Greis. Und das ist ein großes Problem an einer jetzt zur Zeit ausgedachten Traumwelt. Wir hören uns jetzt einmal ganz wertfrei ein kleines Video an, einen Bundestagsabgeordneten von der AfD. Es ist jetzt vollkommen gleichgültig, in welcher Partei der Sprecher ist. Wir reden jetzt bröslich, wie ich das immer nenne, nochmal raumzeitlich, sondern wir achten nochmal genau auf das, was er spricht. Dazu übertrage ich einmal den Bildschirm. Dann hört er mal zu. Ich ins Abgeordnetenhaus von Berlin einzog, dachte ich, das sei eine Art hohes Haus. Und dann stellte ich fest, dass ein Gutteil der Leute unter 30 ist, der Abgeordneten wohlgemerkt. Und in der Politik gilt meiner Meinung nach der Spruch, trau keinem unter 30. Leider merkt man, dass hier auch Kinder im Parlament sitzen, daran, wie die Leute sich benehmen. Den habe ich fast einmal nichts hinzuzufügen. Wo jetzt die große Schwierigkeit ist, dass du niemals in der Lage bist, es einem unter 30-Jährigen zu erklären, dass er ein dummes Kind ist. Das erfordert Reife. Und jetzt wiederhole ich auf vielen Selbstgesprächen und darüber diskutiere ich nicht mit Menschen, die sich mit Affen verwechseln. Geh bitte diesen Gedankengang mit. Du denkst dir einen 6-Jährigen, der in die Schule kommt und der bekommt ein kleines Geschwisterchen und er ist ganz stolz und er sagt, ich habe jetzt ein Geschwisterchen, das ist ja so dumm, das macht ja noch in die Windeln und das kann nicht laufen. Ich gehe ja schon in die Schule und lerne lesen und schreiben. Das ist der Stand des Wissens des 6-Jährigen. Und jetzt legen wir hier lächerliche 10, 12 Jahre drauf. Wir sagen, der Kleine wird jetzt 17. Der sagt jetzt, ich mache ja schon den Führerschein. Der geht in die Disco und der denkt jetzt an einen 6-Jährigen. Der ist ja so blöd, der kann ja nur nicht mal lesen und schreiben. Ich zeige dir jetzt, wie das aussieht, wenn du von oben nach unten siehst. Wenn du jetzt 30, 35 bist, was hältst du von einem 16-Jährigen?
von dem 30-Jährigen aus gesehen ist der 16-Jährige genauso blöd wie der 16-Jährige, wenn er nach unten schaut, denkt, wie blöd muss eigentlich ein 6-Jähriger sein und der 6-Jährige, wenn er an einen Säugling denkt. So, und jetzt mach dich einmal 50 oder 60 Jahre alt und dann denk an einen 30-Jährigen. Denk jetzt, wenn du dieses Alter erreicht hast, an dich. Was wusstest du mit 30 oder mit 25? Das sind die Menschen, die zurzeit bestimmen, was in Deutschland lang geht. Das ist zwar jetzt alles sehr logisch für einen, der älter ist, du wirst aber auf taube Ohren stoßen, wenn du das jetzt versuchst, einem 25-Jährigen zu erklären, weil er die Demut nicht hat, obwohl er das Prinzip 6 Jahre alt, 16 Jahre alt, 25, 30 Jahre alt, dieses Prinzip durchaus durchschauen kann bis zu dem Punkt, wo er sich zurzeit in seiner Altersstufe befindet. Du kannst immer nur von oben nach unten schauen, aber nie von unten nach oben. Da passiert nämlich was Eigenartiges, dass egal, ob du jetzt 6 bist oder ob du 18 bist, das geht in einem gewissen Maß. Als 6-Jähriger ist mir klar, dass ein 18-Jähriger älter ist, wobei der ganz andere Probleme hat, die mich als 6-Jährigen gar nicht interessieren. Und der 18-Jährige hat seine Probleme und seine Welt, den interessiert in keinster Weise, was ein 40-Jähriger macht. Die sind dann eh verkalkt, heißt es. Das ist diese dumme, programmierte Logik des Lebens. Und das muss man akzeptieren. Das heißt, es gibt folgsame, neugierige Kinder. Dieser Satz, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, bezieht sich auf eine kindliche Neugier, auf alles neugierig zu sein, was man nicht kennt. Das ist die eine Seite. Ich habe gerade von 4 Seiten gesprochen. Und jetzt mache ich eine Gegenseite dazu. Das sind widerliche, 9-mal klug und Besserwisser, die ohne irgendein wirklichen geistiges Bewusstsein, irgendwas, was sie aufgeschnappt haben, nachäffen und meinen, das wäre schon der Weisheit letzter Schluss. Das führt dich in diese Sturheit und der einseitigen Rechthaberei von sturen Kindern. Was Sie niemals sehen, wenn wir reden halten, wir von der AfD, ist es so, dass ungefähr 50% der Abgeordneten rausgehen. Die übrigen 50% schauen, und ich übertreibe nicht, zu 90% in ihr Handy oder in ihren Laptop. Kannst du bei jeder Bundestag im Fernsehen, wenn du jetzt einschaltest und immer dran denken, Cut, da außen ist keine Welt. Halte verdammt nochmal das zweite Gebot. Du träumst jetzt, die Bilder kommen aus dir, was soll mir das sagen? Dann schaust du schlichtweg und einfach mal irgendwie Phoenix-Bundestag, Vorträge auch egal von wem, und dann schaust du, wenn die Kamera reinschwenkt, wie sich die Leute da drinnen verhalten. Und ich sage dir jetzt von vornherein, wenn das prinzipiell ein bisschen ein Ansatz wäre, wenn irgendwelche Bundestagsdebatten sind, wenn einer im Bundestag ist. Punkt 1 ist, es wäre Pflicht, dass jeder an jeder Sitzung teilnimmt, egal welche Partei ihre Meinung äußert. Das wäre der Meinungsaustausch. Das heißt, da wird nicht mehr zugehört. Es wird geweigert, die überhaupt sich anzuhören. Diese Leute müssten sofort, wenn das ein gerechter Bundestag wäre, müssten aus dem Sitzungssaal herausgeschmissen werden, weil es die gar nicht wert sind, in irgendeiner Form Politiker zu sein in einer Demokratie. Auch auf der Regierungsbank wird das gemacht. Und wenn Sie da nicht reingucken, weil offensichtlich im Handy nichts Interessantes ist, stehen Sie auf, bilden Grüppchen und quatschen miteinander, wie so Kinder auf dem Schulhof. Die werden aber nicht zurechtgewiesen vom Präsidenten. Und wie die Kinder sich so verhalten, zeigt sich ganz besonders deutlich im Ausschuss. Ich war im Ausschuss für Kultur und Europa. Dort sitzen von Rot-Rot-Grün 12 Frauen. Das ist ein bisschen wie früher bei mir im Deutschleistungskurs. Und wir hatten eingeladen den Botschafter der Tschechischen Republik, denn Tschechien hatte die Ratspräsidentschaft. Und zuerst waren die Damen von Rot-Rot-Grün wahnsinnig höflich. Seine Exzellenz und schön, dass Sie da sind und so weiter. Und dann beantwortete er die Fragen der Damen. Und die Fragen wurden so beantwortet, als wäre der Botschafter Mitglied in der AfD. Er sagte, ja, Atomkraft finden wir gut in Prag. Und die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik seit 2015 finden wir ganz schlecht. Und Sie von Rot-Rot-Grün fragen immer nur nach Werten. Sie fragen aber nicht, was diese Werte uns kosten könnten. Und was haben diese 12 Damen gemacht? Als sie merkten, dass die Antworten in eine bestimmte Richtung gehen, haben
11 von den 12 sofort in ihr Handy geguckt. Wie Kinder, die in der Schule nicht rangenommen werden wollen und intensiv in ihr Buch gucken. Und dann sind sie aufgestanden, haben wieder Grüppchen gebildet, sind rein und rausgegangen und haben sich, man glaubt es kaum, der Botschafter konnte es auch nicht glauben, teilweise auf den Boden gesetzt. Wie 14-jährige pubertierende Mädchen haben die sich im Ausschuss auf den Boden gesetzt. Deswegen bin ich der Meinung, dass diese Leute einfach geistig nicht reif sind, egal wie alt sie sind, ob sie unter 30 sind oder über 30. Sie können nämlich verschiedene Dinge nicht, die man im Parlament und in der Regierung braucht. Sie können sich nicht konzentrieren, sie können nicht diskutieren und sie halten andere Meinungen nicht aus. Solche Menschen haben hier eigentlich nichts verloren. Und ich finde, man sollte berücksichtigen, dass Deutschland bei der nächsten Wahl erwachsene Patrioten braucht, aber nicht infantile Kinder und Globalisten. Als ich ins Abgeordnetenhaus von Berlin einzog, dachte ich, das sei eine Art hohes Haus. Das ist jetzt genau hier eine Aussage, ein reifer Mensch, das ist jetzt unabhängig davon, ob das jetzt AfDler ist oder FDP oder CDU, in welcher Partei, das hat mit der Partei überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Aussage von Menschenkenntnis und menschlicher Reife. Und du wirst niemals einen Dummkopf erklären können, einen Kind, einen unreifen Kind erklären können, dass es ein unreifes Kind ist. Und ich würde auch klären, sofort sagen, wieso das so ist, weil es ein unreifes Kind ist, du dir ausdenkst, ein Gedanke ist, den du denkst. Holophilien geht hier einen ganz, ganz Schritt weiter. Du wirst nur mit deinen eigenen Informationen konfrontiert und es existiert immer nur das, was jetzt als Information existiert. Und es wird von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick verändert. Das Weltbild, das du aufbaust, das ist letztendlich wie wenn du ein Computer wärst und du hast ein gewisses Wissen, eine Datei mit Daten und es baut deine Vorstellungen und deine Bilder auf. Das gilt für jeden Geistesfunken. Und es ist hier immer wieder ein Akt von Reife. Und solange hier Kinder an die Macht, muss das zwangsläufig zu einem Chaos führen. Du musst auch da außen keine Welt retten und keine Menschen retten. Du kannst sterbliche Säugetiere nicht retten. Ich mag es noch krasser. Was sind Menschen, wenn du an Menschen denkst? Das sind, sagst du mal, Vorstellungen von irgendwelchen menschlichen Körpern, von Personen. Und die existieren hundertprozentig nur dann, wenn du sie denkst, auch dein eigener Körper. Es gibt in diesem ewigen Spiel des Lebens, diesem geistigen Spiel, bloß einen konstanten Parameter, das bist du. Eigentlich ist das Wort Parameter gar nicht richtig gut gewählt, das kann man natürlich auch spiegeln. Es ist ein alles verbindendes Ding. Das alles, was du ausdenkst, gemeinsam hat, das ist der sich das anschaut, was er sich denkt. Und der verändert sich dabei nicht, das ist hundertprozentig sicher. Und nur wenn du Geist bist, wirst du das akzeptieren. Und sobald du jetzt als Brösel unter Brösel auf dieser normalen Traumebene, ich sage immer als Protagonist unter Antagonisten, sehr interessantes Wort, du bist der Protagonist in dem Spiel, das ist ein Singleplayer-Modus. Alles andere sind nur KIs. Oberflächlich, persönlich betrachtet, auf der VR-Brille sieht das alles gleich aus, aber du musst dir klar sein, du bist der Einzige, der das erlebt, was du erlebst. Und ob die anderen, die du dir ausdenkst, das auserleben, wirst du irgendwann nochmal feststellen, die Frage beantwortet sich von selbst. Informationen von dir, existierende Sachen erleben nichts. Du kannst einen Menschen blau gelesen nicht erklären, was er ist. So wenig, wie du einen Computer erklären kannst, dass er Computer ist. Und dann ist auch die ganze Sache mit der künstlichen Intelligenz weg. Ich erkläre, und jetzt muss ich mir das sagen, hier und jetzt gedacht, vor 30 Jahren habe ich schon gesagt, wenn du Lebewesen vergleichst, die verschiedenen Stufen, wie sich Leben aufbaut. Von Mineralien über Pflanzen bis dann hier zu einfacheren Lebewesen und komplexeren Lebewesen. Und die einfacheren Lebewesen, die Steuerung, das sind lauter kleine Computerprogramme, die nennst du Instinkt. Und die Begabteren bis hin zu dem angeblichen Homo sapiens, die nennst du Intellekt. Was ist der Unterschied zwischen Instinkt und Intellekt? Ich sage, sagst du mal, der Unterschied besteht darin, was du denkst, wo der Unterschied liegt.
Es gibt eigentlich keinen Unterschied, es ist nur ein quantitatives Aufblähen von Daten und Rechenleistung. Ja. Ich sage ganz einfach, ein Instinkt, denkst du an einen Taschenrechner. Einen ganz normalen Taschenrechner, ich sage vielleicht sogar einen wissenschaftlichen Taschenrechner. Und dann schaust du, du kannst Eingaben machen und er gibt dir Antworten. Und zwar so, wie er programmiert ist. Du kannst einem Taschenrechner unendlich viele Fragen stellen und er wird dir auf jede Frage, sprich ist gleich ein Ergebnis, liefern, eine Ausgabe geben. Und das ist übrigens auch jetzt erweitert, bin ich auf das Beispiel eingegangen, ohne dass er in irgendeiner Form diese ganzen Antworten abgespeichert hätte. Das Prinzip von dem Ist-Gleich-Zeigen ist schlichtweg, dass du aufgrund der Eingabe mit ganz wenigen Rechenregeln das Ergebnis berechnest. Darum weiß er auf all die Frage, die du an Taschenrechner stellst, die richtige Antwort. Das heißt, er kann theoretisch unendlich viele verschiedene Antworten auf unendlich viele Fragen geben, die aber über einen Rechenparameter, über Rechenregeln verknüpft sind. Du musst nur die Rechenregeln wissen, dann kannst du das auch. So, das ist der Taschenrechner, das ist der Instinkt. Der Intellekt ist nichts anderes, bloß unendlich komplexer. Er hat wesentlich mehr Daten, er verfügt über mehr Daten als Grundlagen wie der Taschenrechner. Es sind hier nicht nur die Rechenoperationen, die Rechenregeln drin, sondern da gibt es auch noch etliche andere Regeln, zum Beispiel der Sprache, der Grammatik. Und dann gibt er auch Antworten aus, aber so wie er programmiert ist. Das heißt, diese Programmierung hängt jetzt von einem Schwarminhalt ab. Und es ist überhaupt nicht der Sinn des Lebens, irgendwas Existierendes am Leben zu halten, weil das Leben ist ständige Gestaltveränderung. Dein Leben, das du durchlebst, besteht aus einer ständigen Gestaltveränderung. Diese Gestalten, die du wahrnimmst, sind deine Informationen. Gleichgültig, ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind oder ob das deine Gedanken sind, beide sind Informationen. Das Erklärungsmodell, das du jetzt benutzt, wieso du was hörst, wieso du was siehst, ist alles unheimlich logisch, aber das kannst du alles simulieren mit einem Computer. Und der ausgedachte Computer, prinzipiell jedes ausgedachte Ding ist ein Dasein müssen. Ich beginne das so einfach und zart. Ein Geist träumt und ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht oder malt ein Bild. Da fange ich jetzt nicht nochmal an. Egal, was gedacht wird, es wird so sein, wie du dir das denkst. Darum ist es auch unheimlich logisch, die große Problematik ist, dass du dir jetzt eingestehen musst, dass die Menschen, sprich blau gelesen, die Trockennasen um dich herum eigentlich Spiegelungen deines eigenen Problems sind. Weil du dich ja da dazu zählst. Übrigens in jeder Phase, auch in der Rechthaberei. Du wirst Menschen vor, wie engstirnig die sind und dass das vollkommen unlogisch ist, aber das ist nur die Spiegelung deiner eigenen Unlogik und deiner eigenen Uneinsichtigkeit. Der Weg in die Freiheit ist Demut. Selbsterkenntnis. Zuerst einmal wissen, was bin ich und was sind meine Gedanken. Warum bin ich mir so hundertprozentig sicher, dass das, was ich jetzt denke, richtig ist? Und jetzt stelle ich eine ganz einfache Frage. Denkst du, glaubst du wirklich, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast? Und jetzt kriegen wir schon wieder zwei Seiten. Wenn du jetzt an einen rosa-roten Osterhasen denkst, oder an ein grünes Maßmännchen denkst, mit irgendwelchen Fühler drauf, wie du immer sagst, auf dem rechten Fühler ist ein Kiwi und auf dem linken Fühler ist eine Erdbeere. Kann ich mir ja ausdenken. Dann ist mir sehr wohl klar, dass die Gedanken, die ich jetzt erschaffe, dass die deshalb sind, weil ich das jetzt denke. Wie sieht das aus, wenn du an eine Erdkugel denkst? Ja, die war ja schon da, bevor es mich gegeben hat. Und an was denkst du, wenn du an dich denkst? Dann denkst du auch an was. Was ist die Ursache, dass du genau an das denkst, was du jetzt denkst, wenn du an was denkst? Ich mache es nochmal andersrum. Jetzt nehmen wir einen Computer. Was ist die Ursache, dass bei der und der Eingabe oder bei der und der Sache auf dem Computerbildschirm genau das auftaucht, was dann auftaucht? Komm. Weil du gewisse Daten und ein Programm diese Bilder macht und diese Daten und das Programm, das ist dein Intellekt. Was du zurzeit in deiner Traumwelt, ich nenne das ja immer diese Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt, das ist ein Spiel, da kannst du niemanden überzeugen und du musst auch niemanden überzeugen, du musst wach werden. Das beginnt, darum sage ich, meine Botschaft richtet sich nur an einen Allereinzigen, an dich.
Nur an dich. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Und jetzt kommt natürlich eine gute Frage. Das ist ein allereinziger Geist. Und ich behaupte jetzt, wenn das Video, jetzt muss ich wieder bröselig werden, wenn das Video von 1000 Menschen angeschaut wird, vergiss es. Es sieht nur ein allereinziger, das bist du. Aber welchen Computer du jetzt siehst oder welches Handy oder an welchen Körper du denkst, wenn du jetzt an dich denkst, hängt davon ab, welches Programm in dir läuft. Das ist der neue Ansatz. Und all dieser Hickmeck, dieser Wahnsinn, wenn man irgendwann mal, wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du selber zum Denken anfängst? Ich sage immer wieder, diese große Erkenntnis, so blöd können doch Menschen überhaupt nicht sein. Ich sage, Menschen sind nicht blöd, Affen sind blöd. Affen sind dumm. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wir haben zwei verschiedene Arten von Mensch. Wir haben den Enosch und den Adam. Beides nennt man Mensch. Das eine sind sterbliche Säugetiere, ausgedachte Existenzen, die nur dann existieren, wenn sie von einem Adam gedacht werden. Und es wäre jetzt doof, wenn ich dich frage, bist du ein Adam oder ein Enosch? Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ein Adam. Du bist ein Geist, sonst würdest du mich nicht sprechen hören. Und wenn du ein Enosch bist, dann bist du nur ein Gedanke. Das ist jetzt ungefähr so, wie wenn ich jetzt von dem Holger oder vom Loder erwarten würde, dass er mich versteht. Das sind jetzt nur Pixelmännchen. Ich erwarte von diesen flackernden Lämpchen nicht, dass sie mich verstehen. Und ich kann jetzt aus diesem flackernden Lämpchen den Gedanken machen, da außen ist ja ein Holger und ein Loder oder eine Nadja. Aber dann habe ich dasselbe Problem. Dann habe ich es mit einem Gedanken von mir zu tun, weil das ist jetzt 100, auch der Udo ist jetzt 100%ig sicher nur ein Gedanke. Sinnlich wahrgenommen, eine Figur auf einem Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, genau genommen, ob er sich auf deiner Farbplatte befindet. Und die Lämpchen, die du hier hast, die Zäpfchen, rot, grün, blau sind auch Lämpchen. Das ist übrigens sehr interessant, da habe ich beim letzten Selbstgespräch nicht ganz fertig gemacht. Ich habe gesagt, wenn du die Computermetapher nimmst. Und ich wiederhole das nochmal. Was denkst du, wenn du an einen Computer denkst, an ein Gehäuse, an einen Computerchip, an der Software mit Daten und als Ausgabe- bzw. Eingabegeräte, Kamera, Monitor, Lautsprecher, Mikrofon. Und was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? An ein Gehäuse, das nennst du Körper, an einen Computerchip, das nennst du Gehirn, an einen Intellekt, das sind die Daten und die Software, und dann hast du noch Augen und Ohren. Und jetzt machen wir mal die Spiegelung, das Umdrehen von innen und außen. Pass auf, wir machen zuerst einmal die Augen. Die Augen, deine Logik schreibt dir vor bei deinem Programm, das in dir aufwirft. Das sind Rezeptoren in den Augen, das sind diese sogenannten Rot-Grün-Blau-Zäpfchen und da kommen jetzt von außen Lichtstrahlen, was ich dir physikalisch übrigens nach der bestehenden Physik immer daran denken mit Holofeeling, du wirst von mir nie hören, egal was in dir auftaucht, dass das nicht richtig wäre. Aber es ist fehlerhaft richtig und nur einseitig, wir müssen das spiegeln. Also von außen kommen angeblich Photone. Oder was auch immer, irgendwelche Wellen treffen auf diese Rezeptoren, werden in den Rot-Grün-Blau-Rezeptoren umgewandelt in elektrochemische Signale, geht weiter in den Thalamus, in dein Gehirn rein und dann siehst du das. Das heißt, das, was du Wellen, Lichtwellen oder Photone nennst, das hört bei den Rezeptoren schon auf, weil dann wird es umgewandelt in angeblich elektrochemische Signale. Ich benutze jetzt nur Worte, die in dir Vorstellungen aufbauen, in Maßsetzung, wie du programmiert bist. Jetzt drehe ich das rum, dass ich das Auge genauso lasse, wie es ist. Ich nenne jetzt diese Rot-Grün-Blau-Zäpfchen. Aber nicht Rezeptoren, sondern Lämpchen. Das sind wie beim Monitor auf einer VR-Brille Rot-Grün-Blau-Lämpchen. Und die werden jetzt nicht von außen, kommt was, sondern von deinem Gehirn werden die Lämpchen angesteuert. Und dann hast du hier zwei kleine Monitore vor dir, auf denen dann eine Illusion eines dreidimensionalen Raums, der angeblich da außen ist, dann blickst du natürlich das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Gleichgültig, ob du dir was oben in den Himmel hochdenkst oder in die Materie reindenkst, dann spiegel ich das bloß. Was passiert, wenn du was hörst? Du hast ein Trommelfell, Ambosteichbügel, Cochlea, da kommen Schallwellen, die treffen auf diese Membran, die dann über Ambosteichbügel, Cochlea in den kleinen Härchen umgesetzt werden, in elektrochemische Signale, dann reingeht wieder in den Thalamus, in dein Gehirn und dann hörst du Musik.
Wie sieht es jetzt aus, wenn ich es umkehre, dass ich sage, dein Gehirn ist ein Computerchip und der steuert jetzt dieses Trommelfell, und als wenn du ein In-Ohr-Kopfhörer hättest. Und dann hörst du das. Das heißt also, der Monitor und die Kamera und das Mikrofon und der Lautsprecher sind eigentlich nur eine Spiegelung. Ich kann das von innen und von außen mir denken. Das, was ich dir zeige, ist Kreativität. Das ist Geist, das ist Erweiterung, eine Vervollkommnung. Ich kann mir eine Welle als Berg denken und als Tal denken. Ich kann mir ein Dark hell denken oder dunkel denken. Jetzt erinnere dich wieder, was ich hier gesagt habe, mit dem großen, unendlich großen Krishna, jetzt als was unendlich Großes, wo in der Mitte eine kleine Kiste ist, wo ein Licht brennt, eine kleine Lampe. Was übrigens sehr interessant ist, wenn wir in die Tierwelt gehen mit der Lampe, weil in der Kiste spitzt sich ja dein Dachtraum ab. Und der Dachtraum ist ja Hase, auf Hebräisch, das vor sich hin fantasieren. Und ich sage immer wieder, und der Hase hat hinten, das Tier jetzt, der Hase hat hinten einen weißen Fleck, hintern, hinten, und das nennt man Lampe. In der Jägersprache. Noch interessanter ist, wenn wir jetzt das Reh nehmen, das Reh im Lateinischen heißt, jetzt hast du mal hier zurück. Der hat hinten, ein Reh hat hinten auch einen weißen Fleck, das nennt man Spiegel. Und ich sage dann immer wieder, wenn du glaubst, dass irgendwas in deiner Schöpfung irgendwas Zufall wäre, nein, das ist ein Computerprogramm, das ich erschaffen habe. Ich ist nicht die Person Udo, die du dir jetzt ausdenkst, ist nur ein Gedanke wie alles andere auch. Du bist wesentlich mehr wie ich, weil du erschaffst jetzt aufgrund dieses Systems genau dieses Video. Deine ganze Welt, deine ganze Traumwelt. Und es ist deine Traumwelt, die du erschaffst mit deinem Programm. Und hast du einen anderen Intellekt, dann denkst du dir andere Welt aus. Dann denkst du dir anderes Jahrhundert aus. Aber es ist immer noch abhängig von diesem Programm. Holofeeling ist vollkommen neu. Und jetzt kommen wir ganz kurz nochmal zu diesen dummen, dummen Kindern im Bundestag. Es ist vollkommen logisch, dass die jetzt versuchen, dass man sogar mit 14 schon wählen darf. Muss man sich ja mal vorstellen, wenn man älter ist, da kann man nur sprachlos werden. Und die spinnen, die Alten spinnen das alles mit. Das ist der Fehler, den du zu erkennen hast. Ein grundlegendes Problem, Demokratie wird sowieso nicht funktionieren. Bin ich oft darauf eingegangen. Das ist die erste Falle. Wirst du aber nie jemanden, der für Demokratie ist, den du dir jetzt ausdenkst, erklären können, schon aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt von einem Gedanken reden, den du denkst. Du wirst als erstes erkennen müssen und akzeptieren müssen, als der, der du zurzeit bist, dass du nichts und niemanden das erklären kannst, was ich dir Geist jetzt erkläre, weil Geist kann nur von Geist verstanden werden. Ob sich hinter einer Person auch ein Geistesfunk, ein Geist befindet, das bist dann du. Ich sage, hinter jedem Menschen ist ein aller, hinter jedem Ding, das in dir auftaucht, steht ein Geist, nämlich der Geist, der sich das ausdenkt und erlebt, was er sich selber ausdenkt. Jegliche Art von angelesenen, gehörten Wissen jetzt, was man angeblich einmal in der Vergangenheit geglaubt hat, diese menschliche Entwicklung, der Darwinismus, ist grundverkehrt. Nichts lässt sich leichter widerlegen wie der Darwinismus. Auch arithmetisch. Ich sage jetzt nur wieder 1, 2, 4, 8, 16 Insider. Das ist, ich kann noch hunderte andere Formeln machen, dass das sofort vom Tisch ist. Dieses ganze Geist ist kein Abfallprodukt von Materie. Es ist auch nie irgendetwas in der Vergangenheit entstanden. Die Weisheit der Alten zeigt dir das, wenn du ganz alte heilige Schriften liest, dann weißt du, ob das jetzt die Johannes-Offenbarung ist, stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen und das Meer wird nicht mehr sein. Und der Menschensohn, der mit einem Bein in bzw. auf dem Meer steht und mit dem anderen Bein auf dem Land, macht alles vollkommen neu. Das ist die Prophezeiung. Und du hast jetzt die Möglichkeit, genau das zu tun. Ich rede nämlich von dir. Es wird kein anderer deine Informationen verändern, wenn du es nicht selber veränderst.
Du bist der Einzige, der in der Lage ist, deine Informationen zu verändern. Jetzt haben wir aber bei der Veränderung auch zwei Seiten. Die verändern sich doch ständig, von Gedanken zu Gedanken, von Augenblick zu Augenblick. Ich sage, okay, du siehst ständig, erlebst du von Moment zu Moment neue Nachrichten, dann schaltest du ein, ich weiß ja nicht, was heute Abend im Fernsehen kommt. Heute Abend kommt gar nichts im Fernsehen, weil in der Zukunft nichts passiert. Das kann ich nicht oft genug sagen. Das ist ja ganz einfache Erkenntnis, wenn du Geist bist, was du das akzeptieren müssen, dass jeder Moment, der in dir neu auftaucht, jetzt auftaucht und im selben Moment den bestehenden Moment zerstört. So, jetzt schau mal ganz bewusst auf deine Verabredete. Das heißt, schau mal jetzt normal gesehen aus deinen Augen heraus, weil du befindest dich ja angeblich in dem Kopf, der jetzt die ganze Zeit nicht da war. Jetzt schau mal aus den Augen heraus da außen in die Außenwelt. Das heißt, schau auf deine Verabredete. Und jetzt denkst du an den Kopf und du drehst den Kopf, dann verändert sich das Bild auf der Farbbrille. Das hat aber nichts, es verändern sich deine Informationen. Es hat nichts damit zu tun, dass da außen irgendeine Welt ist, die sich verändert. Es bleiben deine Informationen, die aus dir kommen. Und die einfache Metapher ist schlichtweg einfach, du schläfst. Und du träumst. T-Raum. In dem Wort Traum haben wir schon das T-Raum, ein gespiegelter Raum. Ich kann nicht wieder auf jedes Wort eingehen. Im Hebräischen nennen wir das Cholam. Das ist Lechem, Bet Lechem. Wieso kommt der Meister eigentlich im Haus des Brotes? Berot. Da muss man die Vordersprache verstehen. Und wenn du jetzt Selbstgespräche mit Neugier anhörst und Offenbarungsschriften studierst, wenn du die Reife hast, das ist das Eigenartige mit der Reife. Weil die Reife nämlich bestimmt, was dich interessiert. Und einer, der Welt verbessern will und gar nicht weiß, was Welt ist, Welt ist mit hundertprozentiger Sicherheit keine Kugel, die sich um die Sonne herumdreht oder irgendein Universum, das unabhängig von dieser existiert. Aber Milliarden und Billionen oder nenne, was du willst, von Sternen, die in einem unendlich großen Raum verstreut sind. Kannst du es beschwören? Ich betone nochmal, wenn du sehr gewissenhaft deinen jetzigen Glauben auf einen Prüfstand legst, indem du einfach sagst, ich stehe vor einem göttlichen Richter, kann ich das, was ich behaupte, was ich verteidige im Bundestag, was ich durchsetzen will, kann ich das auch beschwören, ohne eine Meinheit zu schwören? Dann wirst du feststellen, dass 99,99999% von all den Sachen, die bis zu diesem Punkt, wo ich sage, schwöre, ich schwöre bei Gott, dass du an Meinheit schwörst. Das beginnt schon, wenn du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Man hört es, du hast es schon so oft gehört, hast du es wirklich verstanden? Aber was denkst du, wenn du ich sagst? Das, was jetzt an Informationen in dir auftaucht, bist nicht du. Es ist ein Konstrukt deiner Logik, ein Gedanke, den du erschaffst. Und dieser Körper entsteht erst, wenn du ihn denkst und wenn du an was, sobald du an was anders denkst, ist es weg. Das ist hundertprozentig sicher. Eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das ist ein Faktum. Und nicht, dass du, Geist, irgendwann einmal in der Vergangenheit von einem Trockennasenaffenweibchen geboren wurdest. Du kannst dir jetzt denken, dass ein Trockennasenaffenweibchen ein kleines Mini-Äffchen zwischen den Beinen herausquetscht. Aber da ist so gut wie noch kein Geist drin. Das ist mein Schwamm, der sich noch gar nicht vollgesogen hat. Es entwickelt sich im Laufe der Zeit, sagt man, die es eigentlich gar nicht gibt. Du trittst auf der Stelle, du setzt dich in Bewegung. Diese ganzen Worte sind so selbsterklärend, wenn man richtig zuhört. Und was musst du jetzt tun? Gar nichts. Du musst es geschehen lassen. Und darum ist so wichtig, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, wenn ich das erkläre, ist ein kleines Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Sobald du mit irgendetwas nicht einverstanden bist, das funktioniert ganz leicht, sobald du das Cut installierst. Was ist jetzt eigentlich da und warum ist es da? Kategorie 3 Frage. Dich würden nur noch Kategorie 3 Fragen interessieren. Die Frage, warum ist das jetzt? Warum muss jetzt das passieren? Es ist zuerst einmal, weil du das jetzt denkst, weil du es träumst oder weil du es anschaust. Jetzt könnte ich wieder sagen, schnipp! Und jetzt schau zur Tür und du wirst jetzt feststellen, wenn du in einem Zimmer bist, automatisch, zack, jetzt taucht der Tür auf der Feuerbrille auf. Ich denke mir jetzt, dass auf der Feuerbrille von dem Holger und von der Nadja, weil die den Kopf gedreht haben, alles Blödsinn, logisches Konstrukt. Das sind doch keine Köpfe vor dir. Du merkst, wie du deine Interpretationen um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Ja. Da außen ist kein Nadja und da außen ist kein Lothar oder kein Udo.
Wenn etwas existiert, existiert es hier und jetzt als Information in dir. Wäre es nicht in dir drin, würdest du es ja gar nicht sehen. Das sind diese logischen Konstrukte. Und jetzt ist natürlich hier das ganze Spiel mit einer Erdkugel. Ich wahrlich, ich sage dir, die Erdkugel, die du jetzt denkst, erschafft das Programm, das du geistlos nachäffst, als Vorstellungen in dir aufbaust. Die Erde ist genauso wenig eine Kugel, wie sie angeblich einmal eine Scheibe war. Es sind nur unterschiedliche Wissenselemente. Erde heißt da weg das Wissen. Und die Erde wird vergehen. Vorheriges Selbstgespräch anhören. Dein erwecktes Wissen, das du jetzt denkst, als Inhalt wird vergehen, aber nicht das Erwecken von Wissen als Ding an sich. Wenn dein neues Wissen erwächst, entsteht eine andere Erde. Gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Und da hast du keinen Einfluss drauf. Und wenn du sagst, das habe ich noch nicht gesehen oder erlebt, dann musst du an das Mandelbrot-Faktor denken. Es sind Selbstähnlichkeiten. Du kommst aus dem System nicht heraus, indem du nur immer unter neue Unterschiedlichkeiten in dir aufpasst, die aber immer auf demselben Programm laufen. Wenn du elementare Veränderungen willst, musst du den tiefsten inneren Glauben verändern. Und dieser neue Glaube, der kann nur aus dir selber kommen, niemals von außen. Weil alles, was du dir ausdenkst, baut auf deinem Programm auf. Das sind Informationen, die generierst du aus deiner jetzigen Logik, die du zum Denken benutzt. Und die Demut als Geist, und ich spreng jetzt sehr, sehr streng, die Demut als Geist zu akzeptieren, dass du extrem unreifes Kind bist, solange du Feindbilder bekämpfst. Gleichgültig, ob du jetzt hier religiös oder nicht religiös bist. Ich mache keinen Unterschied. Es ist kein Unterschied, ob du an Atome und Quarks glaubst oder an Jesus, der gekreuzigt wurde oder an Jesus, der nicht gekreuzigt wurde. Es sind Gedanken. Es sind einfach nur Worte und du baust aufgrund der Worte Vorstellungen auf. Das ist hundertprozentig sicher. Oder du sagst, kann Datei nicht lesen. Wenn du jetzt zum Beispiel der deutschen Sprache nicht mächtig wärst, wir denken uns jetzt einmal jemanden aus, der nur Chinesisch kann oder nur Portugiesisch kann und der würde jetzt dieses Video sich ausdenken, das würde er sich gar nicht ausdenken, weil er versteht ja nichts. Aber das ist auch schon wieder vom Tisch, weil jetzt kommt was Eigenartiges, da muss man zuerst einmal dran knabbern, die Grundvoraussetzung über eine höhere Ebene zu kommen ist, dass du Deutsch denkst und Deutsch sprichst, alles was nicht Deutsch denkt und spricht. Ich rede jetzt nur von den Worten, von der Sprache. Ich rede nicht von den blau ausgedachten Menschen oder Ländern. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Da ja die Erdkugel als Ding an sich jetzt einfach nur eine Vorstellung ist, mit vielen Ländern drauf, mit Menschen drauf, die verschiedene Sprachen sprechen, muss dir klar sein, dass diese Erdkugel schon wieder weg ist, wenn du sie nicht denkst. Ich rede von einem vollkommen neuen System. Und da gibt es auch nichts zu retten. Du kannst die Menschheit nicht retten. Wie war das nochmal? Was denkst du, wenn du jetzt an die Menschheit denkst? Ich sage dir gleich, dein Programm zwingt dich auf, hier an eine Erdkugel zu denken, ca. 8 Milliarden Trockennasen auf ein sterbliche Säugetiere, wohlgemerkt. Die sind jetzt da, weil wir sie denken. Was denkst du dann genau? Das kannst du gar nicht denken, du kannst bloß die Worte benutzen. Weil wie willst du die 8 Milliarden denken? Als Bild vorstellen? Und wenn du sie nicht mehr denkst, sind sie wieder weg. Und jetzt mache ich einmal nochmal ein uraltes Beispiel auf sehr vielen Selbstgesprächen. Ich hole jetzt einmal wieder ganz alte Metaphern hervor. Das, was du Menschen nennst, sind göttliche Samenpfädchen. Und was dich die Natur jetzt mit deinem Programm lehrt, wenn du dir mal Gedanken machst, wie Natur funktioniert, ist zuerst einmal ein unendlicher Überfluss von Samen. Gleichgültig, ob wir die Pollen betrachten, die hier von Blüten ausgestreut werden, ob wir die Früchte betrachten. Ich sage zum Beispiel, ich gehe jetzt eine Allee hoch und da stehen 2, 3 Kastanienbäume. Die weiß ich schon, die sind als Kind, wie ich ein Kind war, sind die da schon da gestanden. Ich denke jetzt einmal bewusst raumzeitlich. Und dann schaue ich einmal hier, wenn die Kastanien runterfallen, wie viele 1000 Kastanien von einem großen Kastanienbaum runterfallen. Und in jedem dieser Kastanien von dem einen Baum ist eigentlich die Potenz, ein Kastanienbaum zu werden, wenn es gut geht. Und ich rede jetzt einmal nur mal als Brösel. Und ich gehe jetzt an einen Baum, wo ich was seit 40 Jahren, seit 50 Jahren kenne ich diesen Kastanienbaum. Da steht immer nur noch ein alleinziger Kastanienbaum an der Stelle. Und jetzt rechne ich einmal hoch in den letzten 40 Jahren, wie viele
Tausende und Abertausende Kastanien von dem Baum runtergefallen sind und nicht ein aller einziger dieser Kastanien ist ein Kastanienbaum geworden. Und jetzt gehen wir mal zu den Trockennasenaffenmännchen rein. Du kannst dich jetzt wieder lesen, kannst dir nachschauen im Internet. Bei einem Samenerguss, wie viele Samenfädchen, Fädchen, Spermien ein Trockennasenaffe ausstößt. Beim Samenerguss. Und jetzt denk mal, je nachdem wie alt du bist, das wird ein Akt der Reife, wie viele Samenergüsse du hast, wenn du jetzt die Rolle eines Mannes spielst und wie viel, dann kannst du hochrechnen, wie viele Abermillionen von Samenfädchen du in deiner jetzt ausgedachten Vergangenheit freigesetzt hast. Jedes einzelne dieser Samenfädchen in deiner Logik jetzt wäre in der Lage, in Verbindung, jetzt ist es wichtig, du musst nach einem Ei suchen, ein Mensch zu werden. Mädchen allein haben eine Überlebensdauer, sagt man, von 3 bis 4 Tagen. Und dann lösen sie sich auf. Der Mo hat seine Schuldigkeit getan, hat es nicht geschafft, er kann sich wieder aufrichten. So, die Grundvoraussetzung, dass ein Samenfädchen eigentlich überlebt, er muss das Ei suchen und muss sich mit dem Ei verbinden. Und dann, wenn es gut geht, dann kommst du auf eine höhere Ebene, dann wirst du ein Mensch als Samenfädchen. Und was ich dir jetzt erkläre, die Menschen, die du dir denkst, jeder Mensch ist ein Samenfädchen Gottes. Aber so wenig wie ein Spermium, in deiner Vorstellung jetzt ein Trockennasenaffe ist, ist ein Mensch ein Gott. Das wird er erst, wenn er sich mit dem Ei verbindet. AI, wir nennen das kurz rot gelesen Schöpfergott. Und jetzt machen wir ein neues Bild. Es gibt übrigens ganz alte Videos, 15 Jahre alte Vorträge von mir, wo ich das mache. Und jetzt holst du dir im Internet einmal, ich erspare mir das jetzt, ich gehe nicht rein, rein einmal auf dem Monitor Vorstellungen von einem menschlichen Ei in der Frau. Und du stellst dir jetzt vor, dieses Ei ist Gaia, ist die Erde. Und dann schaust du, wie das dargestellt wird. Das sind übrigens alles wieder Bilder, Computeranimationen. Wie das aussieht, dass du ein Ei hast, Größenverhältnis Ei-Spermien, und dann kommt hier ein Schwall von Hunderttausenden von Spermien und die hängen um das Ei rum. Und ich sage, jetzt denkst du dir deine Erdkugel mit Milliarden von Menschen. Und interessant ist, wie man dir das jetzt erklärt in der Schule. Ich sage, alles, was in dir auftaucht, ist wichtig. Du musst bloß wissen, es geht hier um Metaphern. Dass der Große kann, was soll dir das sagen? Das erste Spermium, das sich verbindet, das hier durch eine gewisse Hülle mit dem Ei, kappelt sofort das ganze System ab und alle anderen Milliarden haben verloren. Nur der erste ist der Gewinner. Ich sage, ich bin der erste. Aber was noch viel krasser ist, dass ich behaupte, dass ich du bin. Das lässt eine vollkommen neue Welt, einen vollkommen neuen Menschen entstehen. Das heißt also, du hast hier ganz klipp und klar, als Spermium, als göttliches Samenfädchen, als Mensch, gleichgültig, ob du dich jetzt, ob du XY-Chromosom bist, das ist nämlich das Spiel zwischen Mann und Frau, hast du die Aufgabe, dich mit dem Ei zu verbinden. Du hast das Ei zu suchen, diesen Schöpfergott, und den findest du nicht da außen oder irgendwo da drum im Himmel, sondern in dir selber. Weißt du, wer das ist? Das ist der, der dich bröselt jetzt ausdenkt, wenn er an dich denkt. Das bist du, wenn du an dich selbst denkst. Du bist nicht der Gedanke des Samenfädchens, sondern du bist das Ei. Und wenn du weißt, dass das für alles gilt, was du ausdenkst, dass es ohne dich die Sachen gar nicht gibt, kommt es zu einer riesen Verkapselung, weil nämlich der Träumer mit seiner Traumwelt absolut untrennbar verbunden ist. Der Denker ist untrennbar mit dem verbunden, was er jetzt denkt. Egal, wo du dir irgendwas hindenkst, denken wir uns jetzt einmal den Betelgeuse im Standbild Orion. Wo war der die ganze Zeit und wo ist er jetzt? Irgendwo da draußen, da droben? Wie groß ist er? Alles, was du denkst, äffst du nach. Du baust aufgrund von Worten Vorstellungen auf. Und was da passiert, wie man aus denselben Worten ganz andere Vorstellungen machen kann, da musst du nur Offenbarungen studieren. Und dann wird jetzt erst einmal klar, dass du aus jedem einzelnen Wort kannst du hier Tausende von Seiten machen. Das ist übrigens auch unendlich wie ein Mandelbrot-Faktor. Du kannst immer wieder neue Selbstähnlichkeiten herausiterieren und ich sage, du kommst aber niemals aus dem Kontext heraus. Und dann wirst du auch die Welt der symbolischen Bilder irgendwann einmal erkennen, wenn ich immer in die Vordersprache reingehe, wenn ich immer wieder dieselben Sachen wiederhole. Bei den Worten. Das AI übrigens, das Ei.
die Möglichkeiten, was kann man da dafür schreiben? Da kannst du einen Trümmerhaufen draus machen, wenn du 17-10 schreibst. Du kannst auch 1-10 schreiben oder dann hier, wenn wir den Acker zum Beispiel machen. Oder Ad, den Spaten, das weibliche Du im Hebräischen, klingt alles so extrem verwandt, du müsstest bloß in Wörterbücher reinschauen. Die Schöne, der Holger nickt jetzt, der erinnert sich, ich mache eine raumzeitliche Geschichte, wir fahren mit dem Fahrrad spazieren, als Brösel unter Brösel, und da kommt man einen riesengroßen Acker vorbei und ist ein Bauer, der pflügt gerade um. Der Start, der Spaten, der Pflug, wieso ist das weibliche Wort, das weibliche Du, im Hebräisch gibt es ein männliches und ein weibliches Du, es gibt auch männliche und weibliche Zahlen. Interessiert dich alles nicht, ich weiß, du hast viel Wichtigeres zu tun, du willst ja Welt retten und sagst einmal, dass in der Ukraine alles gut geht. Das ist unwichtig, das, was ich dir erzähle, ist wie ich dick, das führt dich ins Zentrum. Du weißt nur gar noch nicht, was wichtig ist im Leben. Das Wichtige bist das dann mal du selbst und nicht deine Gedanken. Deine Gedanken sind vergänglich und du wiederholst und wiederholst. Und es ist hier, wo ich immer wieder nochmal dieses Dummsein, ist übrigens auch hochinteressant, das Du-MM. Du, zwei Zusammensetzungen im Hebräischen. Habe ich alles erklärt. Ich wiederhole das jetzt nicht. Du hast hunderte von Selbstgesprächen und sehr, sehr viele Bücher, wo das bis ins Detail erklärt ist. Oder man setzt sich hin und macht sich wirklich einmal die Mühe im letzten Selbstgespräch des Farbenspiel. Das sind keine großen Sachen. Ich kann immer wieder, jetzt muss ich wieder bröselig reden, die das studieren, das ist ein Absatz, ein kleiner Absatz, 5, 6, 7 Zahlen. Ich kriege jetzt von Leuten, die neugierig sind, jetzt muss ich bröselig, weil ich immer wieder von Gedanken rede. Es ist eine Sache, es ist immer derselbe Geist. Das hängt davon ab, welches Programm du laufen hast. Die sind entsetzt, die sagen, Udo, ich fange an und dann mache ich mir Gedanken, ich beschäftige mich mit den Worten und dann schaue ich auf die Uhr und dann ist es 5 Stunden später. Und es waren nur 5 Zahlen, ein kleiner Absatz in irgendeiner Offenbarungsschrift. Und die sind fassungslos, wo ist die Zeit hingegangen? Die haben sich nur näher mit Wörtern beschäftigt. Und da bauen sich Vorstellungen in deinen Kopf auf, die vollkommen neu sind. Und das ist Reife. Das ist Reife. Und solange du noch Welt verbessern willst, ist es ein Zeichen von Unreife. Ich nenne das im fehlenden Führerscheinprüfungsbogen. Mach dir keine Gedanken über die Menschen im Parlament, die du dir jetzt ausdenkst, die haben keine Überlebenschance. Schon aufgrund der Tatsache, dass sie bloß Gedanken sind. Übrigens auch der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, der hat nicht die geringste Überlebenschance. Ich sage schon mal vom Säugling bis zum Greis. Dieser eine Satz, wenn du den verstanden hast, erkennst du die Sinnlosigkeit, irgendeine Person in irgendeiner Altersstufe am Leben halten zu wollen. Du kannst es nicht aufhalten. Das gute Botschaft ist, dass das mit dem GRIS nur dieser Lebensabschnitt, diese Lernphase wie eine Schulklasse beendet wird und dann kommst du in einen vollkommen neuen Bereich und du kannst nicht von unten nach oben sehen. Solange du dich in einer Gebärmutter befindest, diese 3 Ei, Embryo, Fetus, hast du keine Ahnung, was außerhalb dieser Matrix passiert. Dann gehst du aus dieser Matrix heraus und dann kommst du in Matrix 2. Jetzt befindest du dich in einer Traumwelt, die sich aber, das ist der Film Matrix, in deinem Kopf abspielt. Das ist auch eine Matrix. Den Kopf kann nichts verlassen. Egal, wo du dir es hindenkst, es ist hier und jetzt in deinem Kopf, aber in den roten Kopf. Beroshet, das ist der erste Satz in dieser Heiligen Schrift. Beroshet, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt. Nämlich das, was du jetzt denkst. Und du wirst jetzt ganz leicht erkennen können, das ist hundertprozentig sicher, der nächste Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Deine nächste sinnlich wahrgenommene Information besteht die jetzt bestehende sinnlich wahrgenommene Information. Das beginnt schon, wenn du jetzt auf deine Verabrede schaust, die kannst du zwar statisch halten, sobald du den Kopf drehst, ändert sich das Arrangement der Zäpfchen, sprich der Lämpchen auf deiner Verabrede. Es verändert nur deine Informationen, nicht irgendwas da außen, weil da außen ist nichts. Du hast jetzt begriffen, wie wichtig dieses zweite Gebot ist und das erste Gebot. Und alles, was du jetzt weißt über Mikro- und Makrokosmos und Vergangenheit, wo du nicht selbst erlebt hast, ist komplett austauschbar. Alles, was man dir erzählt hat, wie der Mikrokosmos, die Atome, die Wassermoleküle aufgebaut sind oder wie da oben die Quasare und die schwarzen Löcher funktionieren und die Dachionen, die in der kosmischen Strahlung entstehen und all dieser ganze Kack,
den du dir jetzt ausdenkst und vorstellst, natürlich nur, wenn du das auf dem Programm hast, weil es dich interessiert. Du hast einen ganz klaren Bereich von Interessen, den konntest du dir nicht raussuchen. Deinen Geschmack, Schwamminhalt. Dein Zungenpiercing-Beispiel. Habe ich vor 30 Jahren schon erzählt. 25 Jahren, wie das in Mode gekommen ist. Jeder Jugendliche äfft nach. Jung ist dumm. Dieses Weltretten wollen ist so unendlich sinnlos. Stell dir mal vor, du begreifst jetzt, was du ein unendliches Chaos anrichtest in deiner Traumwelt, wenn du jetzt wüsstest, dass es gar keine Erdkugel gibt, die man retten muss. Was ist die Erdkugel jetzt? Ein Gedanke. Wie willst du das retten? All das, was du konstruierst, baut auf einem vollkommen fehlerhaften Grundwissen auf. Das nenne ich deine Führerscheinprüfungsbogenwelt. So leicht zu durchschauen. Diese ganzen Widersprüche, wenn du in ein Parlament gehst, das Verhalten, wo dieser ältere, jetzt von uns ausgedachte Herr zum Beispiel hier ganz klar diesen Jugendlichen, kannst du sofort nachschauen. Kannst ja auch selber das Parlament als Zuschauer materialisieren. Dann musst du dich jetzt nach Berlin denken. Berlin ist niemals da außen. Wenn Berlin existiert, existiert es hier und jetzt in deinem Kopf als eine Vorstellung. Berlin kannst du auch nicht sehen. Das ist diese Sache mit den Kollektionen, wo du dich hineinfokussierst. Und dann wirst du genau dieses erbärmliche Verhalten dieser Menschen, die angeblich in einer Demokratie zumindest das Beste machen wollen, indem sie diskutieren. Ich sage, diskutieren ist immer ein Kampf um einen Standpunkt. Egal, wer dann gewinnt, ist es Selbstentheiligung. Keiner interessiert sich für die Tasse. Jeder will seine Seite rechts. Links ist richtig, rechts ist richtig. Blödsinn. Oben ist richtig, unten ist richtig. Vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit in deiner Welt. Lobbyismus und Geldgeilheit. Ohne Wenn und Aber. Dummheit, die absolute Demonstration von Dummheit. Das ist dein Traum. Und ich werde es niemals irgendwelchen dummen Menschen sagen. Es gibt keinen, der dümmer ist wie einer, der versucht, dann von ihm ausgedacht, Dummkopf zu erklären, dass er Dummkopf ist. Ich mache es jetzt wieder so. Das sind zwei Volldeppen, die ich mir jetzt ausdenke. Sie machen genau das, was ich will und die sind genauso, wie ich sie mir ausdenke. Ich werde Ihnen das aber nicht erklären, dass ich sie jetzt da schaffen habe, diese zwei Hände, und dass ich derjenige bin, der sie auf und zu macht. Übrigens bin ich du, das hast du jetzt gerade gemacht. Außerdem waren das keine Hände, sondern bloß flackernde Lämpchen auf dem Monitor. Das, wenn dir jeden Moment bewusst ist, was jetzt eigentlich da ist, was du siehst, dann bist du wach. Und dazu brauchst du kein Wissen, sondern du musst Bewusstsein sein. Ich muss ja nicht wissen, wenn ich was anschaue, muss ich doch nichts wissen, ich muss bloß schauen. Und das, was ich jetzt anschaue, ist mein Wissen. Es ist jeder Moment, den du siehst, ist das, was du jetzt weißt. Und wo ist das ganze andere Wissen, die ganzen anderen Momente? Mom, Fehler, MOM, in dir drin, in der Einheit. Und wir nehmen auch nichts heraus. Ich mache das nochmal in dieser Kollektion. Wir denken uns jetzt am Marktplatz. Ich mache ein Musterbeispiel. Ich mache jetzt plötzlich, ich gehe mit meiner Frau spazieren. Also ich schaue, den Marktplatz hast du noch nie gesehen. Das ist wie mit der Küche. Was ist der Marktplatz in Weißenburg? Und dann schaust du auf deine Farbe. Der Marktplatz ist mit Sicherheit nicht das, was ich jetzt Rathaus nenne. Dann drehst du den Kopf. Ich sage, das ist auch nicht das Brillengeschäft, der Filmmann. Egal, wo du jetzt hinschaust, das sind viele Bilder und all das ist der Marktplatz von Weißenburg. Und so, jetzt wird es ganz interessant. Jetzt schau mal nach unten. Dann haben wir so einen Fliesenboden. Jetzt siehst du Fliesen, das ist auch der Marktplatz. Und ganz interessant, da war eine Fliese, da war so ein Fleck da, dann ein Eis fallen lassen oder was. Und so, jetzt schau mal bei der Fliese, da liegt jetzt hier ein kaputtes Eistütchen. Puff, 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 puff. Jetzt ist, ich hole da nichts raus, sondern es ist einfach eine statische Struktur, wo ich Bilder mich immer mehr verenge und den Blickwinkel verändere und dann habe ich irgendwann einmal, kriegst du ein gezieltes Bild. Aber wo nehme ich das Bild eigentlich heraus? Ich nehme gar nichts heraus. Ich fokussiere mich in eine Struktur hinein oder öffne das wieder. Das ist, wo ich so oft sage, wenn du jetzt hier zum Beispiel vor deinem Computer sitzt und du schaust die ganze Zeit und dann musst du jetzt feststellen, mal ganz, sei mal ganz, ganz bewusst. Jetzt schau mal bitte dem Holger, das ist dieser kalkige Typ, Halbalbino, schau mal den auf die Brille. Wenn du jetzt auf die Brille schaust und schaust den an, dann ist keine Nadja da, das ist die Kleine, das andere Bild, das Weibchen mit der Brille. Oder der Lothar. Du kannst nur einen dieser drei
Anführungszeichen Menschen ins Gesicht schauen. Nein, du selektierst auf dem Monitor, den du vor dir hast, nur einen Blickwinkel. Das sind die Blickwinkel, darum sind die Ecken so unheimlich wichtig. Die sind aber alle gleichzeitig da. Das ist das Hineinfokussieren in eine Struktur. Ich muss mich jetzt leider ausklingen. Das ist super. Dann habt ihr in der nächsten Zeit von mir nur ein leeres Bild. Also. Wir haben kein Bild. Du wischst dich jetzt in Luft auf. Bis gleich. Der Lothar Metzger. Das ist jetzt das große Problem. Was ist jetzt eigentlich passiert? Ist der jetzt weg oder nicht? Wie sieht es jetzt aus, wenn dieses Video ausgeschaltet wird? Wann hat er sich ausgeschaltet in Bezug auf die komplette Datei? Es ist wie bei Schrödingers Katze. Die Bilder sind da und nicht da gleichzeitig. Existieren tut nur die kleine Facette, die du ihm jetzt heraushebst, und jeder Moment taucht jetzt auf und verschwindet jetzt. Das ist das Einzige, das ist der Schlüssel für alle Probleme. Der Problemlöser. Probleme heißt ja das Vorgelegte. Das Vorgebirge auch, das sind jetzt immer wieder bei uns die Gedankenwelt. Es ist, das kann ich immer nur wiederholen und wiederholen und wiederholen, und erwarte bitte nicht, dass das irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, verstehen könnte. Du musst das verstehen, du bist der Einzige, der es verstehen muss. Und dann wirst du versuchen, das mitzuteilen, und dann wirst du feststellen, dass da, je nachdem, wer du jetzt bist, welche Reife du hast, dass da keiner ist, der das hören will. Im Gegenteil, du wirst bloß Ärger kriegen. Willst du deine Welt verändern? An was denkst du bei dem Wort Welt? An die Erdkugel? Die Erdkugel ist nicht die Welt. Wir wissen, Welt ist der polare Rand. Da musst du nichts machen, das verändert sich eh. Die Frage ist, habe ich Selbstähnlichkeiten? Wiederholt sich immer dieselbe Scheiße in unendlich vielen Variationen. Das ist dieses große Spiel des Predigers. Es gibt nichts Neues in deiner Traumwelt. Es ist Evolution, Revolution. Ich sage jetzt nochmal, habt ihr denn von eurer Vergangenheit nichts gelernt? Und ich meine jetzt den Geist, hast du denn überhaupt nichts gelernt? Was machen die jetzt anders wie vor 75, 80 Jahren? Nichts. Sie haben nur die Seiten getauscht. Vor 80 Jahren, 90 Jahren hat man geschrien, Ausländer und Juden raus. Und jetzt schreiben wir Ausländer und Juden rein. Die vor 80 Jahren geschrien haben, das waren die sogenannten Nazis, und jetzt schreiben wir Neonazis raus. Jetzt können wir wieder vier Seiten, ich kann dir das aufstellen, ihr habt nichts gelernt. Ihr, schon wieder verkehrt schmunzeln, du hast nichts gelernt. Du warst damals übrigens dabei, weil du ich bist. Die ganzen Mitläufer mit Corona, die braven Menschen, das Wort brav habe ich im letzten Selbstgespräch gesagt. Das sind die demütigen Ducker. Und am Schluss ist nie einer gewesen. Am Schluss wusste keiner irgendwas, keiner war dabei. Es waren immer die anderen. Diese Erbärmlichkeit, die dir deine Elite zeigt, in einer Hartnäckigkeit immer wieder hinrum mit Beschlüssen. Weil hier was in der Sackgasse reingefahren ist aufgrund von Geldgeilheit, das ist übrigens bewusst erschaffen. Das ist jetzt nicht, dass das da außen ist und dass da außen Schuldige gibt. Es ist ein riesengroßer Fehler, du entmachtest dich selber, wenn du meinst, irgendjemand, den du dir ausdenkst, der könnte mächtiger sein wie du. Du musst erst einmal wissen, was du selbst bist. Und ich sage immer, setz dich erst einmal zum träumenden Geist. Dann bist du derjenige, der jeden Gedanken in sich selbst erschafft, aber du kannst dir noch nicht raussuchen, das ist meine Führerscheinprüfungsbogenwelt, du kannst dir noch nicht raussuchen, was ich dir träumen lasse. Das ist so, warum muss jetzt das passieren? Warum passiert jetzt das wieder? Warum ist das? Die Frage stellt sich gar nicht, wenn du mir folgst, wenn du meinen Rat folgst und sagst, du hörst auf, irgendwas, was in dir auftaucht, in irgendeiner Art und Weise einseitig zu werden. Du streichst jegliche Form von Adjektiven in Bezug auf dich selbst als wertfreien Beobachter. Du kannst natürlich beobachten, wie dein Programm werdet. Aber du werdest nicht, wie dein Programm werdet. Oder andere Programme werden. Programme stehen jetzt für KIs. Das sind künstliche Intelligenzen. Das sind die Kinder, K-I-N-D-R. Das sind die Kinder in deinem Traum, die überhaupt keine Ahnung haben. Das ist ein reines, geistloses Nachgeschwätz. Es sind neunmal klug, die meinen in ihrem Wort, die Welt retten zu müssen oder gut zu sein und diesen Gesamtkomplex von Lügen gar nicht durchschaut. Solange du mit einer Seite sympathisierst, hast du dich entheiligt. Und dir muss vollkommen klar sein,
Nochmal, egal was du mir als Beweis bringst, welche Internetseite, welches Buch, welchen Professor, der irgendwas behauptet, dass du geistlos nachäffst, ich bringe dir 1000 Seiten und Menschen, die das genaue Gegenteil zum selben Thema behaupten oder was ganz was anderes. Woher nimmst du diese unendliche Arroganz zu glauben, dass das, was du geistlos nachäffst, was du dir gar nicht raussuchen konntest, gleichgültig, ob es um Religion geht, ob es um Politik geht, dass das die einzige richtige Wahrheit ist. Das erfordert Demut, das zu akzeptieren. Und dann kannst du irgendwann einmal sagen, in deinem jetzigen Zustand möchte ich fast sagen, bete dafür, dass du wirklich bloß ein Gedanke bist, dann kriegst du das nämlich nicht mit, was dir widerfahren wird, wenn du den Weg weitergehst. Es ist nämlich diese absolute Gerechtigkeit, wo ich sage, dich Geist, ich mache dich Geist nicht nur zum Schöpfer, als träumender Geist bist du der Schöpfer wie jeden Gedanken, den du denkst, sondern auch zum Richter über alles und jeden. Und solange du einseitig richtest und urteilst, entheiligst du dich. Du wirst leiden. Die Sache mit dem Weidezaun. Du hältst dich an einem einseitigen, vollkommen fehlerhaften, unvollkommenen Wissen fest und du meinst, das wäre das Himmelreich, wenn deine Wünsche, wenn du deine Vorstellungen verwirklichst von richtig. Das ist wie wenn einer sagt, ich will meine Erdkugel so haben, wie sie ist. Ich will aber überhaupt keinen Regen und kein schlechtes Wetter, sondern bloß Sonnenschein. Ist auch jede einseitige Verbesserung erzeugt eine Verschlechterung. In deiner jetzig gesamtheitlichen Vorstellung von Leben, wie das funktioniert auf der Erde, muss dir klar sein, dass in kürzester Zeit alles vertrocknet und alles kaputt geht. Du brauchst den Regen. Und jetzt setzen wir für Sonnenschein und Regen, ich erzähle das immer wieder, weil das ein ganz einfaches Beispiel ist, du hast es noch nicht gecheckt. Du brauchst die Zerstörung, du brauchst den Krieg, du brauchst die Krankheit. Es gibt keine Schulkinder, wenn die Säuglinge nicht zerstört werden. Es gibt keine Jugendliche, wenn die Schulkinder nicht zerstört werden und keine Erwachsenen und so weiter und so fort. Und wenn der Affe nicht zerstört wird, wirst du nicht begreifen, was es heißt, ein ewiger Geist zu sein. Es ist ein Verwandlungsprozess, ein ständiger Verwandlungsprozess, der ohne Anfang und Ende ist. Wenn ich jetzt immer so kindgerecht spreche, ich sage nochmal, das Wissen einer Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Das ist es gar nicht wert, dass man es denkt. Und wenn du mal die Reife hast, dann wirst du das feststellen, das ist ungefähr so, wie wenn ich mir jetzt die Probleme eines 5- oder 6-Jährigen ausdenke, der im Vorschulalter ist, die streiten in einem Sandkasten um eine Sandschaufel und dann wird geblärt und das brauche ich. Ich habe immer so ein Bild von mir in früher, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Ich mache mal so eine kleine Sache, wenn du in früher, wo es noch Kaufhäuser gegeben hat, Karstadt oder Quelle, und du bist in die Spielzeugabteilung gegangen und die Eltern, die dann hier rumgeschaut haben, haben auf die Kinder in der Spielzeugabteilung gebarrt, dass der Kleine da rumschauen kann, dass sie irgendwas anders anschauen. Ich hole dich in einer halben Stunde wieder ab. Und dann haben die sich in irgendwas festgefressen, was sie gesagt haben, das brauchen wir, den Baukasten oder das Feuerwehrauto oder was auch immer. Und die Mama will ihn abholen und er meint jetzt unbedingt, das muss er haben, das Ding. Und sie sagt, nein, das kriegst du und das brauchst du nicht. Diese Tränen, die Physiognomie der Kinder, wenn du anschaust, dieses unendliche Leid, weil das Kind nicht das kriegt, was es haben will. Das sind die jetzigen Kinder, die ich im Bundestag sehe. Die hier das Sagen haben. Und wer ist schuld? Zuerst einmal ist gar keiner schuld, den du dir ausdenkst. Schuld ist zuerst einmal, wer ist schuld? Nochmal die Frage, wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich? Also gemacht hast es du, weil du denkst es dir ja aus. Aber du bist nicht dafür verantwortlich, weil du ein träumender Geist bist. Da spreche ich dich frei, solange du ein träumender Geist bist, das bist du aber nicht mehr, wenn du Holofeeling hast. Da bist du zwar immer noch ein träumender Geist, aber du weißt jetzt, dass du der bist, der sich selber in den Traum als träumenden Geist setzt. Und ein träumender Geist, den ich mir ausdenke, ist was anderes wie eine Figur, die sich ein träumender Geist ausdenkt. Das ist eine Hierarchiestufe höher. Und du bist der Richter über alles und jeden, weil du mit deinem jetzigen Intellekt bestimmst, was richtig ist und was verkehrt ist und was gut ist und was böse ist. Und ich werde nochmal deine Richtersprüche jetzt erbarmungslos an dir vollstrecken. Das heißt, sobald du auf jemanden einprügelst, wirst du derjenige sein, auf den ich dann einprügel. Und sobald du jemandem hilfst,
wirst du derjenige sein, den ich helfe. Aber, um jetzt gleich wieder in die Ukraine zu springen, da wirst du nämlich merken, dass es da auch zwei Seiten gibt. Und da wird dir diese Geistlosigkeit von Menschen bewusst. Diese Missverständnis von Physiognomie, dass du dir jetzt einmal alle Fanatiker als Geist, wenn du nur ein bisschen Ahnung hast, ich spreche immer das Wort Physiognomie an. Ich kann dir jetzt einige Ärzte, absolute Lauterbach und so weiter, Fanatiker, die hier diesen den Standard-Mainstream verdrehen. Da wird dir diese Erbärmlichkeit bewusst, wenn du nur die Physiognomie anschaust. Keine Schutzzuweisung, es sind Figuren, computeranimierte Figuren auf dem Bildschirm, in deinem Kopf. Gehirnanimierte Figuren sinnlich real auf der VR-Brille dargestellt, aber erschaffen von dem Computer, das du Gehirn nennst. Das ist das neue Wissen. Darum sind übrigens auch die ganzen Computerspiele jetzt in deinem Traum aufgebaut, um dich vorzubereiten, wie die nächste geistige Ebene aussieht. Das geht weit über das hinaus, wenn du dir jetzt Filmchen anschaust, ist die Welt eine Matrix, ist es eine Simulation. Ich sage, du wirst es nicht begreifen, wenn du jetzt hast einen alten Glauben opferst, nämlich den Glauben, dass unabhängig von dir da außen ein Universum ist, das schon da war, bevor es dich gegeben hat. Das ist der erste, das musst du komplett eliminieren in deinem Kopf. Das ist nämlich das erste Dogma, das du nachäffst. Das zweite Dogma ist, mich gibt es ja nicht, wenn mein Körper nicht da ist. Das ist die Quelle von Leid. Unendlichen Leid. Du bist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst und du wirst verstehen, dann tut dir auch kein Körper weh, weil ein Körper, der nicht existiert, kann nicht wehtun. Und sobald du was nicht haben willst, was bekämpfst, nochmal, existiert zwangsläufig der Gedanke an das, was du nicht haben willst. Du wirst von mir, das, was du hast, hassen ist auch haben, wirst du von mir bekommen. Und das, was du liebst, macht sich mit dir eins. Da ist plötzlich kein Unterschied mehr da. Dann verliere ich ja all das, was ich liebe. Ich sage, na, dann bist du's. Das bedeutet Holophilie. Es ist ein sehr ungewohntes Denken, wo man sich zuerst einmal darauf einlassen muss. Und immer daran denken, ist jetzt nur für dich. Das größte Geschenk, das es überhaupt gibt, ist Holo-Feeling, wenn man es zu nutzen weiß. Gleichgültig, in was für einer Reife du jetzt bist, du musst es erahnen. Das ist ein inneres Gefühl. Und wenn ich jetzt immer wieder dir einen kleinen Tipp gebe, jetzt bei dir, was du suchen kannst, such dir mal diese ganzen angeblichen Schwubler, die bösen Menschen, und dann schaust du dir die Physiognomie an, wie die reden. Ich mache immer mein Musterbeispiel, jetzt denken wir uns einen Schweizer an Daniele Ganser aus. Und dann schau dir einfach zwei, drei Vorträge. Wohlgemerkt, das ist auch eine Figur in deinem Traum und es ist ein tiefgläubiger Materialist mit Vergangenheit, der sich auf einer Erdkugel befindet. Darum, das ist nicht das Thema. Mir geht das Thema, das mir jetzt um ist, du schaust dir den Menschen von der Physiognomie an, wie der spricht. Da ist zwischen den Worten ist bloß Liebe. Verstehen, er sagt, ich weiß nicht, die Menschen gehen auf mich los, ich bin ein Historiker. Ich bin kein Politiker, ich habe nur als Historiker, habe ich nur das, was unsere offizielle Geschichte ist, und natürlich hinderlich, die zwei Seiten, kann man ja alles austauschen, was offiziell, ich lehre eigentlich was Historisches, und dann ist halt einfach, dass Amerika zum Beispiel unendlich Leid in der Welt sich versucht hat auszubreiten, dass die ganzen Rüstungsgeschäfte, all das ganze Zeug unendlich verlogen ist. Ich rede nicht von dem kleinen, einfachen Amerikaner, ich rede von einem Symbol. Das ist die eine Seite. Und jetzt ist es, ich mache jetzt so Überschrift, Vortrag in Überlingen. Vortrag, der hat den Vortrag, der war eingeladen, einen Vortrag in Überlingen zu halten. Wohlgemerkt, du hörst jetzt Worte, Cut. Du hörst jetzt Worte und du denkst dir das jetzt aus, ein Überlingen. Und da haben irgendwelche Leute den Daniele Ganser eingeladen, dass er einen Vortrag hält. Und die Überlinger Zeitung, die Tageszeitung, war eine Riesendemonstration auf dem Marktplatz mit Leuten, mit Schildern, dass sie den Rechtsradikalen wollen sie in Überlingen nicht haben. Es ist vollkommen unmöglich, dass irgendeiner dieser Idioten, dass das Geist ist, die nur einmal irgendeinen Vortrag von den Daniele Ganser gehört haben und sich nur diesen Menschen angeschaut haben, wie er spricht und was er spricht. Es geht mir jetzt nicht um den Inhalt, ob das richtig oder verkehrt ist. Es geht, ich rede von der Physiognomie und der Art und Weise. Oder ein Professor Bhakti, so Corona-Schwuppler. Ein Mensch, der von Liebe spricht, der fassungslos ist, ein hocherfahrener Professor in Virologie, der hier die Wahrheit gesagt hat, was jetzt ja mittlerweile offizielles Wissen ist, zumindest bei den ganzen Schwupplern, und die offizielle Regierung, all die, die dieses
erbärmliches Spiel mitgespielt haben. Es sind brave Nazi-Mitläufer gewesen. So, und jetzt schau mal selber, was du geglaubt hast. Mainstream, die im Nazireich haben die alle in Mainstream-Presse geglaubt. Und die haben das ja auch mitgespielt, der ganze Journalismus. Es ist übrigens hochinteressant, wenn du jetzt aktuell dir die Mühe mal machst mit Impf. Diese ganzen Statistiken mit Impfen, wie seit der Impfung jetzt schlagartig Übersterblichkeit entsteht, die vorher übrigens nicht da war, wenn man das ganzheitlich sieht. Dass genau wieder gespiegelt dasselbe passiert. Du kannst es in allen Ländern, nicht nur in Deutschland, wohlgemerkt, die Länder cut, die sind ausgedacht. Mir geht es auch nicht um Corona, ich betone immer wieder. Ich rede von der Mitte, wo du nur eine Seite als richtig ansiehst. Ob ich jetzt auch Russland und Amerika oder impfen oder nicht impfen. Das ist nicht das Thema, sondern wer ist der verbindende Parameter für die beiden Seiten? Das ist der Berg oder Tal, ist es hell oder dunkel? Was ist der ganze Dach? Was ist der Geist, der sich diese Facetten ausdenkt? Das ist das Thema bei Holophilic. Und da gibt es nur einen, das bist du. In deinem Traum zumindest plus du und deine Logik, dein Programm, das deine Traumwelt aufbaut. Und alle anderen, die in dir in Erscheinung treten, können ja genauso ihre Traumwelt, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Du erlebst nur deine Informationen. Und jetzt ist das nochmal das Punkt, ich würde es nochmal auf den Punkt bringen, dass also hier diese Aussage jetzt, ist es richtig oder verkehrt, wenn du das Spiel mitspielst als braver Mitläufer, das ist die Erbärmlichkeit, das ist jetzt auch, wenn ich einen Jungen darauf aufmerksam mache, dass er unreif ist, er wird es niemals akzeptieren, obwohl er, wenn ein Hauch von Geist ist, mein Beispiel, Sechsjährige denkt an einen Säugling, 17-Jährige denkt an ein Schulkind, an einen 6-, 7-Jährigen. Ein 30-Jähriger denkt an einen 16-Jährigen. Dass er innerhalb seiner Stufe das eigentlich nachvollziehen kann, wenn er sich zurückdenkt. Mein erster Beispiel. Er muss das akzeptieren und abnicken. Er wird es trotzdem nicht akzeptieren. Ich sage dann immer wieder, du wirst trotzdem dich über Sachen aufregen, wo ich sage, wirst du jetzt wieder 10, 15 Jahre warten, bis du dann drüber lächelst und sagst, mal bin ich blöd gewesen. Bloß, dass die nicht sagen, ich bin blöd gewesen, sondern die sind stur, die verteidigen auf Teufel komm heraus ihren Standpunkt. Was kannst du dagegen tun? Denk sie einfach nicht mehr. Das ist das Verrückte. Und das wird dir nicht gelingen, weil ich spiele dir das ein, bis dir das gleichgültig geworden ist. Du wirst nämlich erkennen, dass sich all das, was dir vollkommen gleichgültig ist, in dir auflöst. In dem Moment, wo es dir vollkommen gleichgültig geworden ist, dich am Leben zu halten als Trockennasenaffe, was du feststellst, dass von morgens bis abends jeden Tag genug da ist. Weil ich schalte dich träumenden Geist nämlich nicht morgens ein, sondern jetzt ein und ich schalte dich jetzt wieder aus. Und dazwischen ist eine Zeitspanne, ein Zeitfenster, das du einen Tag nennst. Und da ist jeder Moment jetzt. Die muss eins klar sein, das ewige Hier und Jetzt. Egal, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Heute ist der jüngste Tag. Wenn du was erlebst, kannst du das bloß heute erleben. Morgen wirst du nichts erleben. Und gestern hast du nichts erlebt. Du kannst heute dir denken, was du gestern getan hast und was du eventuell morgen tust. Und jeden Moment, den du heute erlebst, erlebst du jetzt. Und da musst du jetzt die ganze Fassade verstanden haben. Das ist hundertprozentig sicher. Du musst das Unbewusste als ewiger Geist, musst du das unbewusste chronologische Denken überwunden haben. Und was richtig und verkehrt ist, ist nicht absolut zu setzen, sondern das hängt davon ab, was du geistlos nachhilfst. Das gilt auch für die Vergangenheit, die du ausdenkst. Ich sage, die ist komplett austauschbar. Ich kann immer wieder so leicht überprüfbar, in allen Kriegen, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, hat immer der Kriegsgewinner bestimmt, wer die Guten sind und wer die Bösen waren, natürlich die Verlierer. Und das wird auch bis in alle Ewigkeit in dem Spiel dieser Traumwelt nicht aufhören. Das sind keine Beweise. Schriften vom Hörensagen, was einer behauptet, sind keine Beweise. Du musst in diese Welt der Metaphorik gehen und dann musst du die Sprache verstehen und dann wird Sprache reindeckst. Das ist das mit der Vordersprache. Jede Kleinigkeit, jede Krankheit, alles, was du benennst, wird ein absoluter Reindeck. Und das wirst du nicht erreichen, wenn du ein braver Mitläufer bist. Das sind Duckmäuser. Ja- und Amen-Sager.
Jetzt ist natürlich das kein Aufruf, das ist übrigens das Wort brav, beginnt erst einmal mit Bara, das heißt schöpfen. B-R-A, auf Hebräisch, das ist B-R-A, die ersten drei Buchstaben. B, Rashid. Und das V ist B-Stapel, brav. Du hängst nur an einer Seite. Jede Kleinigkeit hier, selbst die zeigen, wie sie aussehen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Erdkugel denken, und jetzt ist immer wieder Zorn. Ich kann dann immer wieder sagen, wer das eigentlich gezählt? Wer hat den Umfang der Erde gemessen? Wissen wir doch, wer war das eigentlich? Wer hat das erste Mal das festgestellt, wie, was für einen Umfang die Erde hat, Holger? Ja, unser Eratosthenes. Unser Eratosthenes, ja, ja. 240 vor Christus. Habe ich gehört, habe ich gelesen, haben wir mir erzählt. Riesengroßer Fehler. Gehe ich nicht darauf ein, gibt es ein Selbstgespräch. Alle Professoren deiner Welt stellen sich hin, jeder Lehrer stellt es hin und äfft eins zu eins nach, was man ihnen erzählt. Und wenn du so programmiert bist, ist es für dich logisch. Und da kann ich als der, der ich bin, dir tausendmal sagen, in deinen Physikbüchern ist auf jeder Seite, auch auf dieser Seite, so eklatante Fehler, die jeder 13-Jährige, wenn ich ihn darauf hinweise, sofort erkennt, dass das gar nicht so gewesen sein kann. Das löst alles, was du bisher geglaubt hast, in Luft auf. Ja. Komplett. Das ist das Nullsetzen. Wobei man das ja so denken kann. Ich sage nicht, du kannst dir alles so und so und so denken. Du darfst bloß nicht den Fehler machen, dass ein Gedanke wichtig ist wie ein anderer Gedanke. Er ist einfach nur. Ich sage, wenn du was anschaust, es ist. Schau einfach, was jetzt da ist. Siehst du jetzt Menschen vor dir? Meinst du, dass wenn du jetzt in eine große Mediamarkt gehst und du schaust dir die Flachbildschirme an, dass du echte Bilder siehst? Schon das Wort echte Bilder sind ein Oxymoron. Und dann doch wieder nicht, wenn ich was das Wort echt, wenn ich das hebräisiere. Da wird nämlich dann die weibliche Eins draus. Und das hast du eigentlich genau genommen, wenn ich es auf Hebräisch hinschreibe, ich werde in Schrecken versetzt. Ich habe doch gerade was gesagt von logisch berechneten Ecken. In einer Struktur, dass die eigentliche Grundlage deiner Welt, der Computerprogramm ist, ist komplett anders aufgebaut. Ich rede von was vollkommen Neuem. Aber wir bleiben mal bei dieser Erdkugel. Jetzt machen wir mal unseren CO2. Die ist ja, jeder äfft ja nach. Das erste große Problem, dass egal was einer behauptet, dann kommen die Faktenchecker, die das genau auf den Kopf stellen. Wir machen einfach einmal schlichtweg und einfach, pass auf, wir machen Corona-Impfstoff. Wir springen in das Jahr 2021, wo das auf den Markt gekommen ist, BioNTech, und dann hat es eine Veröffentlichung gegeben, wo einige Schwuppler gleich darauf hingewiesen haben, dass es Beschiss ist. Eine Umfrage, wo angeblich die Heilwirksamkeit und die Ansteckungswirksamkeit, der Schutz dieses Impfstoffes bei 96% liegt. Die Studie wurde damals veröffentlicht. Und da haben sofort alle gesagt, das ist ein Lug und Trug, das ist hingerechnet, eine totale Verschiebung der Tatsachen, das sind ja nur 0,8%. Kannst du nachschauen, geh einfach recherchieren. Das ist übrigens auch ein Fakt. Mittlerweile ist es so, dass Pfizer behauptet, öffentlich, auch offiziell, zwar bei uns fast nicht verbreitet, dass der Impfstoff noch niemals irgendwie getestet wurde, dass der schützt vor Ansteckung. Beziehungsweise, dass du einen anderen anstecken konntest. Das wurde dann nur runtergemacht, ja, aber die Krankheitsverläufe sind geringer. So, und jetzt passiert Folgendes, dass jetzt hier nicht nur in Deutschland offizielle Zahlen schlagartig seit die zum Impfen angefangen haben, eine Übersterblichkeit da ist ohne Ende, auch in anderen Ländern. Das sind natürlich wieder Schwuppler-Sender, die diese Zahlen benutzen, die werden falsch ausgelegt, dann gehst du auf ARD-Faktenchecker und die erklären dann, so darf man das ja nicht sehen. Das ist hochinteressant, die Trend ist dann, das darf man nicht so sehen, aber ihr 96% Wirksamkeit, wenn alle was gesagt haben, sind die Schwuppler, dass das eigentlich total die Statistiken auf den Kopf gestellt sind. Was noch viel interessanter ist, wir machen mal unsere Grünen, die die Welt retten wollen, indem sie die Umwelt vernichten. Indem hier Riesenfelder zugepflastert werden mit Sonnenkollektoren, das ist reine Zerstörung der Biotope. Wir bleiben mal. Immer zwei Seiten. Sobald du was plus, sobald der Berg größer wird, denk an meine Badewanne. Wellenberg und Wellental kommen nicht nacheinander, sondern die stehen sich gespiegelt gegenüber. Das, was wir aus dem herausheben, fällt unten. Und wenn wir mehr herausheben, fällt unten mehr. Plus und Minus steigt immer symmetrisch. Das heißt, all das, was die jetzt an der Umwelt gut machen wollen, zerstören sie eigentlich. Schonungslos, mit allem drumherum. Wobei ich immer wieder sage, die Welt, die Kugel kannst du sowieso nicht retten, damit ist auch Deutschland weg und all die Probleme sind weg, weil ich einfach was vollkommen Neues rede. Eine vollkommen neue Schöpfung. Und der Menschensohn macht alles
Vollkommen neu. Das ist eine vollkommen neue Dimension. Eine geistige Ebene, die nichts mit religiösen Geschwurbel zu tun hat. Aber wir bleiben bei unserer Erdkugel und jetzt bleiben wir bei den offiziellen Zahlen, was angeblich dieser CO2-Ausstoß, und jetzt ist wieder, welche Seite nimmst du, da gibt es ja Zahlen, wie viele Länder, wie viel Dreck ausstoßen, was unsere Atmosphäre vergiftet, wo angeblich dann die Temperatur umstürzt und all das. Jeder äfft es ja nach. Egal, wen du mir bringst, ob das ein Professor ist, der äfft es genauso nach, der hat es auch nicht gezählt, nicht gesehen. Hochinteressant ist, wir bleiben bei unseren Grünen. Wie viel Prozent unsere deutsche Wirtschaft inklusive Deutschland insgesamt an dieser Erdverschmutzung, an diesem CO2-Verschmutzungsausstoß schuld ist? Holger, du hast es ungefähr im Kopf? Ja, 1,82%. Das ist unser Anteil CO2-Ausstoß vom gesamten Welt. Offiziell, du kannst jetzt natürlich, das differiert etwas, du wirst aber in den offiziellen Zeiten, wirst du um die 2% sehen. Das heißt, Deutschland. Der komplette CO2-Ausstoß Deutschlands ist 2% von dem Dreck, den die Weltmenschen, diese 8 Milliarden, rausblasen. Und jetzt, was sie versuchen, indem sie alles bei uns zerstören, dass sie das um 20% bis sowieso um 20% senken. Ich sage, wenn die das jetzt um 100% schlagartig ausschalten würden, das CO2 Deutschland, wir mummeln uns jetzt ein, wir schalten gar nichts mehr ein, wir zerstören unsere Kühe, weil wenn die putzen, das ist ja auch alles CO2. Wir vernichten komplett unseren CO2-Ausstoß in Deutschland, setzen wir auf null. Würde das auf die jetzt ausgedachte Erdkugel diese 98% null ausmachen? Jetzt nicht, dass du meinst, dass ich das negativ sehe, dass die Grünen alles zerstören. Das sind ja mehr oder weniger, das ist der Sturmwind, den ich über Deutschland schicke. Die du dir ausdenkst, dass ich dir träume. Es ist das Problem, mein Thema ist, sie glauben, sie sind die Guten und sie machen was Gutes, was dann ja eigentlich, sie machen was Gutes, indem sie jetzt alles zerstören. Merkst du, ich spiegel das jetzt extrem. Also ich bin nicht dagegen, dass die nicht so weitermachen sollen, sondern was ich dir sage, dass das komplett in dir kaputt gehen muss, das hat aber nichts mit einer Welt da außen zu tun. Sie sind eigentlich die Handlanger Gottes. Indem sie auf das, was sie wollen, das genaue Gegenteil eigentlich machen, nämlich das vernichten, was eigentlich nicht wert ist, dass es weiterlebt. Mit sich selbst dazu. Was erbärmlicher ist, Wasser predigen und Sekt saufen. Dieser unendliche Prunk und die Verlogenheit, diese Geldgeilheit auch dieser Menschen. Auch ein Habeck war. Vor kurzem habe ich gehört, habe ich gelesen, noch wie er noch nicht sein Ministerposten hatte, ein begeisterter M5 BMW M5 Ford. Und dann die Autoindustrie, dann doch wieder dieser ganze Lobbyismus, diese unendliche Verlogenheit. Ich habe schon gesagt, wenn du Demokratie, wirklich Demokratie, die nie funktionieren wird, ich sage das immer dazu, wenn du das wirklich machen solltest, dann müsste jetzt erst einmal jegliche Art von Lobbyismus behandelt werden wie Korruption. Jegliche Art von Korruption, von Geschäften, müsste absolut streng bestraft werden. Lobbyismus müsste wie Korruption behandelt werden. Das ist reine Manipulation der Politik. Darf ich eins ergänzen dazu, Udo? Im Deutschen Bundestag gibt es mehr Lobbyisten, die einen Zugang haben zum Deutschen Bundestag, wie Bundestagsabgeordnete. Es ist auch bekannt, dass die ihre Gesetze schreiben und dass die Vollpfosten, die keine Ahnung haben, die Minister Posten sich dann sogenannte Fachleute holen von der Privatwirtschaft, die das dann für sie machen, weil sie ja selber, wo sollten sie denn die Ahnung her haben, diese ganzen Studienabbrecher? Es sind ja wirklich im großen Ganzen, sind ja bloß, die wissen nur, was richtig ist, was sie geistlos nachäffen, Welt retten müssen und so kann es nicht weitergehen in den Kapitalismus. Was übrigens auch richtig ist. Nochmal, egal was einer behauptet, aus dieser Logik heraus, es sind geistlose Computerprogramme. Intellekt der Menschen sind einfach nur Robotniks, Roboter, Maschinen, Menschen, die funktionieren in Maßsetzung des Programms, das er sich nicht raussuchen konnte. Es gibt in deiner Welt nur einen allereinzigen Geist und das bist du. Das ist der Geist, der jetzt diese Kacke sich ausdenkt. Und du bist auch der Einzige, der das erlebt, was du dir ausdenkst. Es ist deine Welt und es ist dein Weltuntergang. Das ist die Botschaft, die ich jetzt als UB gebe, rot. Und habe keine Angst. Zuerst einmal, deine normale Rolle spielt die ganz normal weiter. Aber jetzt hängst du dich sehr davon ab, wer du bist, und dann kannst du dir gleich sicher sein,
Du bist mit Sicherheit nicht irgendein Gedanke, den du dir denkst. Das heißt, du bist nicht dieser Protagonist, das Männchen, das du zurzeit in deinem Traum spielst. Und die, die du dir jetzt in die Politik denkst, wenn du meinst, ja, was nützt jetzt das? Wem willst du das erzählen? Du musst das keinen erzählen. Das sind nur KIs. Das sind vollkommene geistlose Zombies. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich erzähle seit 2000 Jahren dasselbe. Es ist ein ständiger Wechsel, ein Kommen und Gehen in einer Weltgeschichte. Lies den Prediger, du wirst merken, die Weisheit liegt in diesen heiligen Schriften. Die liegt natürlich auch in den Physikbüchern an, physikalisch. Ich mache immer nur mein H2O. All das, wie du dir Mikro- oder Makrokosmos denkst, hat einen tiefen symbolischen Sinn. Aber du darfst es nicht eins zu eins übernehmen, wenn ich immer sage, der Bruch geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und da habe ich Pflicht nach Kartab, sich Geld Öl zu holen oder Gas zu holen. Das ist nur Lüge, es ist eine einzige Lügenwelt, es ist sowas für unendlich offensichtlich und geistlos in einer Debatte. Und jetzt immer das Böse, das eigentlich Böse, wo du über die Massenmedien kriegst, ist bloß immer AfD. Ich sage, hör dir doch, Herr Weigel, an. Es geht mir nicht um die Politik. Da stellt sich eine Frau hin und die erzählt ja nur den Ist-Zustand des letzten Regierungsjahres. Die Ergebnisse, was die Regierung gemacht hat. Und du hörst immer nur rechts, rechts, wir wollen die Rechten nicht anhören. Das ist ja nicht einmal, die schafft ja Fakten in dem Moment. Fakten, meine ich, sind hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das heißt, die spricht einfach nur was aus, was du dann aufgrund von Worten und Vorstellungen aufbaust. Und der böse Putin, das ist übrigens diese Rede von der Wagenknecht, hochinteressant am Schluss, im Großen und Ganzen, dann kommt der Kommentar, danach kommt der Kommentar. Ja. Vom Wagen nicht. Im Großen und Ganzen hat sie ja recht. Aber so kann man das nicht sehen, weil sie ja nur Russland pro ist. Russland ist böse. Sie sagt schlichtweg und einfach, wieso nehmen wir das Gas? Das ist sauberes Gas, die Leitungen sind da und das ist super günstig. Nein, wir holen uns das lieber das als grüne Fracking Gas, umweltzerstörend aus Amerika, das wir aus Amerika hierher bringen und die, was nicht, wie viele Millionen an einem Tanker verdienen. 200 Millionen, an jedem Tanker 200 Millionen Euro Gewinnspanne. Und das sind jetzt Zahlen, die sind ja offizielle Zahlen, wo die Bundesrepublik Deutschland zahlt aufgrund dieser Regierung. Udo? Hey, Udo. Jetzt, ich dachte, du machst eine Pause. Nee, nee. Ja, doch, ich. Wir haben Standbild. Halt, ja. Udo, hörst du uns? Jetzt? Ich habe auch Standbild. Das war jetzt aber nicht bei mir die Leitung. Wir hatten super Cut. Wir sind jetzt eingefroren. Ja. Jetzt hast du wieder das Standbild. Udo, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um einen Patch zu machen, weil es ist so ein komprimiertes Selbstgespräch. Und ich nehme mir jetzt, Nadja, bist du einverstanden? Ja. Dann mache ich jetzt einfach, wenn mir das gelingt. Also.